So, ein herzliches Willkommen, ein wunderschön alles ETF und so. Let's go. Was trinken wir? ASMR. Das Multivitaminzeug schmeckt ein bisschen wie Capri-Sonne, was irgendwie geil ist. So, ja, let's go. Okay, ja, OBS zeigt da komische Sachen an. Übersprungene Frames durch Codierverzögerung. Den Counter hat er zurückgesetzt. Den setzt er jedes Mal zurück, wenn ich die Aufnahme beende und neu starte. Aber die ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung, die werden einfach weitergezählt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja. Ah, naja. Warum soll heute auch irgendwas Sinn machen? Ich weiß nicht, irgendwie verlassen mich gerade alle Geister. Das Spiel macht keinen Sinn mehr seit dem Update. OBS hat noch nie Sinn gemacht, hat aber jetzt noch weniger Sinn. Warum macht alles keinen Sinn mehr? Nee, ich will nicht mehr. So, die LKW sind wundersamerweise verschwunden. Will mal sagen, können wir mal loslegen hier. Rechts ab. Freie Bahn mit Marzipan. Fahren wir gleich tanken? Wir können nämlich auch gleich schlafen gehen. Macht das Sinn? Nee, noch nicht. Wie sehen die überhaupt über unsere Stats aus? Wir haben noch 18 Stunden Zeit, auch noch 8 Stunden. Wir können also noch einmal schlafen gehen. Nee, der warte ich damit mal lieber, bis wir wirklich müde sind. Der brauche ich aber eigentlich auch jetzt noch nicht tanken fahren. Wo fahre ich jetzt überhaupt gerade lang? Wer muss ich überhaupt tanken? Hä? Ach da. Wie konnte ich das gerade übersehen? Hä? War das Ding hat die ganze Zeit hier im toten Winkel oder was? Ich habe das Ding ja komplett übersehen. Also nicht im toten Winkel, sondern hier außerhalb von meiner Kamera, ne? So und mal. Wie gesagt, Schlaf machen wir jetzt noch nicht. Schlaf machen wir erst dann, wenn wir wirklich müde sind. Weil ich weiß nicht. Ich meine, wir brauchen angeblich nur noch 8 Stunden. Das heißt, selbst wenn wir jetzt schlafen würden, müsste es eigentlich passen. Aber es ist jetzt auch erst 15 Uhr. Wenn ich jetzt also schlafen gehe. Dann wären wir mitten in der Nacht wach. Das macht also auch keinen Sinn. Ja. Deswegen, alleine deswegen würde ich gerne schon lieber noch ein bisschen warten. Also eigentlich vor allen Dingen deswegen. Die Gegend sieht halt so geil aus, Alter. Holy moly. Ich dachte, so eine Szene gibt es nur beim American Truck Simulator. Biege nach rechts ab. Brauchen wir doch keinen American Truck Simulator spielen. Müssen wir einfach nur öfters mal in der Region hier spielen, wo immer wir gerade sind. Wir sind gerade in. Na, hier halt. Was auch immer das hier ist. Welt. Ha? Der Ort scheint wohl Welt zu heißen, weil das ist die Weltkarte. Also, ich schätze mal schon, dass das jetzt hier die Welt ist. Ja. Denke ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, aber. So, Autobahn ist frei, sehr schön. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Wollte gerade sagen, den können wir noch überholen, so langsam wie der fährt, aber er fährt nicht langsam. Wir fahren schnell und er bremst. Okay, wir wollen doch. Was ist denn da los? Achso, wahrscheinlich hat er deswegen gerade gebremst. Oh, jetzt Feierabend hier. Tschüss. Alter, habe ich gerade abgedrängt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir wollen 90 fahren. Dankeschön. So, Tank ist voll. Bett haben wir auch voll gepisst. So. Wir sind aber immer noch in der Umleitung, ne?
Die Umleitung war ja. Genau, normalerweise wären wir hier nach unten lang gefahren. Lol. Kack-Umleitungen. Aber die kommt zum Glück relativ moderat. Ne? Also die ist jetzt nicht, dass wir jedes Mal eine Umleitung haben oder so. Von daher geht das noch tatsächlich. Einzige, was wir halt wirklich runterstellen könnten, wären diese zufälligen Straßenereignisse. Das könnten wir wirklich mal ein bisschen runterstellen. Weil ich meine, ich hab jetzt nichts dagegen, dass sie so häufig kommen. Aber es gibt halt so wenig verschiedene Ereignisse, dass sie sich halt dadurch relativ häufig wiederholen. Und das ist halt doch irgendwo langweilig. Und schade. Und alles. Weil eben, es ist halt immer entweder zwei Autos, die zusammengekracht sind, ein Auto mit einem Polizeiwagen oder ne, hier schon wieder das Gleiche. Also ist immer das Gleiche. Weiß nicht. Abwechslungsreich sieht anders aus. Nee, jetzt brauchst du mich beschleunigen. Das habe ich bereits überholt, Junge. Jetzt hast du mal verkackt hier. Nein, 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 nein. Verschwinde. Bei mir Rückspiegel, da kannst du bleiben. Arschloch. Na komm. Nicht lange drüber reden, wir machen es einfach mal. So. Zufällige Straßenereignisse machen wir mal auf. So wie Regen, ne, ungefähr so gleich. Das klingt schon ganz in Ordnung. Er versucht schon wieder, ne? Junge, das kriegst du nicht. Das ist mein Bereich hier. Ah, schon abdrängen hier. Ja, genau, jetzt verpiss dich da. Du Mädchen für alles, du. So. Warum bleibt die Linie da so durchgestrichelt? Ist da wieder eine Abfahrt gleich oder was? Nö, alle drei geradeaus. Laut den Pfeilen. Whatever. So, okay, wir müssen eh links bleiben. Sehr gut. Bitte links halten. Bitte links halten. Noch mehr links? Da ist ein Auto. Alter, diese Gegend hier. Wobei jetzt gerade wird's wieder ein bisschen grüner, ne? Und ja, wobei hier auch nur hier vorne. Da hinten ist auch wieder so Steppen. Design. Das Steppe der Bär. Ah ja, schon nicht schlecht. Ist schon echt schnieke. Von da hinten. Oh, ein Bauernhof. Haus. Gedöns. Sogar mit einem Wasserspeicher. Oder ist das ein Kornspeicher? Ne, ist ein Wasserspeicher, ne? Ja, jetzt sind Bäume hier, Alter. Wir hatten die hingepflanzt. Gepflanzt. Kann man ja jemand bitte abhauen? Hä? Abhacken? Kann man jemand bitte die Bäume abhauen? Hä? Ich meine, gut, so formuliert macht sogar Sinn. Aber, ich fahre hier ein bisschen Offset. Bitte einer Spur halten. Ja, whatever. So. Was halt krass ist mit dem 4K-Bildschirm, ist gerade wenn man so in etwas Entfernung so diese Brücken hat, dass man trotzdem noch diese ganzen Brückenstreifen da gut sieht oder auch hier die Zäune, dass man bei den Zäunen auch noch so Details sieht. Das ist. Und ich meine, bei euch ist das die Frage, was davon noch durch YouTube durchkommt. Wobei so extreme Details sollten eigentlich so bei YouTube noch zu erkennen sein. So schlimm ist YouTube-Kompression und dort denn zum Glück doch nicht. Da die ganzen Sounddetails. Keine Ahnung, wie viel gut man die noch auf YouTube erkennen wird. Aber es ist halt schon krass, wie gut man den Zaun noch erkennt. Alter, das ist geil. Das ist schon krass am Arsch.
Mittlerweile sieht es doch ganz schön bewölkt aus. Hier fängt gleich hier an zu regnen. Eigentlich wollten wir eh gleich schlafen gehen, gell? Langsam müssen wir auch. Das Bett füllt sich langsam. Ich muss mal gucken, wo die nächste Schlafgelegenheit ist. Die nächste. Hä? Muss ich das jetzt hier jedes Mal aktivieren oder was? Das ist doch nicht wahr. Ach, da ist trotzdem keine. Da ist keine, da ist keine. Hier ist ein ganz schön weiter Weg. Gut, hier wollten wir eigentlich sowieso hinfahren, wie in der Werkstatt. Wäre also eine Alternative. Ey, hier kommt ja gar nichts. Hallo? Da hinten. In 2 Stunden. Das werden wir nie im Leben überleben. Ja, in 2,5 Stunden sogar. Also werden wir wahrscheinlich doch hier, wo jetzt überhaupt? Hä? Geht raus. Hier reinfahren. In die Werkstatt. Da gibt es wenigstens hier auch gleich einen Schlafplatz. Wobei, nee. Okay, wir müssen hier unten schlafen, weil das Ding gehört da hinten mit zur Garage. Die müssen wir also erstmal kaufen, damit wir da schlafen können. Wir müssen also hier unten pennen. Das sieht alles so falsch aus. Das ist Katastrophe. Dieses Spiel ist eine einzige... Was ist das hier für eine Streckenführung, Alter? Ich weiß ja nicht. Aber da brauchen wir wenigstens nur 40 Minuten hin. Von daher geht das. Zeit zu gehen. Aber ich glaube, mal viel mehr schaffen wir gar nicht. Mit dem, weil das Bett ist ja schon ganz schön voll. Wir haben noch 16 Stunden und brauchen noch 6 Stunden. Also mehr als 10 Stunden dürfen wir wirklich nicht schlafen. Sonst müssen wir auf dem letzten Rest der Strecke ein bisschen mehr Gas geben. Aber so ist es, ne? Bei der einen Strecke, da haben wir 24 Stunden Reserve, was keine Sau braucht. Und hier jetzt ist es super knapp. Da hat man gerade mal 10 Stunden Reserve, was halt gerade mal so für einmal schlafen reicht, ne? Und nicht jetzt für irgendeinen Abschleppdienst, der ihn erstmal in die andere Richtung bringt. Alter, fahr weiter. Dankeschön. Glück gehabt. Dachte schon, ich muss jetzt hier bremsen, Alter. Wer bremst heutzutage noch? Also ich nicht. Könnte man schon vergessen. So. Vielleicht. Ich guck mal, ob man hier vielleicht doch tanken kann. Ah, der LKW lässt mich nicht... Oh, ich glaube, ich bin gerade so sehr auf den Sack gerückt. Was? Ah. Guck mal, da ist ein P. Vielleicht kann ich da doch pennen. Nee, ich kann mal nicht pennen. Nee. 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 Nee, schade. Was? Oh, achso. Einfach mal quer über die Autobahn, ja lol. Macht man ja so tagtäglich. Day. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hä? Wieso war ich so langsam? Nimm die Ausfahrt rechts. Wieso war mein Tempomat auf 60 eingestellt? Bin ich nicht gerade 90 gefahren? Ich bin verwirrt. Verschwende ich nur noch Zeit? So wie hier zum Beispiel. Lalalala. I hab gefeatet. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man da überhaupt gut pennen kann, weil das sieht da ganz schön eng aus. Ob ich da mit dem LKW überhaupt drauf komme, weißt du? Oh, Straße ist frei, sehr gut. Das sieht doch hier alles super eng aus. Das wird doch nie im Leben. Obwohl doch, okay, doch. Ist wesentlich geräumiger, als es aussieht. Machen Sie eine Kehrtwende.
Route neu berechnen. Wow, das war ja... Alter! Da bin ich mal gerade gezogen, ja. Gut, jetzt. So, Motor aus, Handbremse ist drinne. Let's go. Was? Wieso kann ich hier nicht pennen? Was? Ich stehe doch drinne. Nani? Hä? Och nö, jetzt, ne? Kann ich hier nicht pennen? Och, jetzt kann ich... Ja, dann stehe ich halt ein bisschen ungünstiger. What the fuck? Eie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 
Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Darf. Ah ja. Hauptsache, die haben die richtigen Modern da. Junge. Ich komme jetzt mal wieder zu Hause vorbei. So, hier. Bam. So, Wartung. Das wollte ich machen. Das schmerzt. Ich glaube, die Konfigurator hat zwar schon geguckt, ne? Da gibt es nichts Neues Sinnvolles. Genau. Also das ist halt zu teuer noch. Okay. So, dann ist der Ecke wieder schön repariert. Wo bin ich jetzt hier gerade? Kann ich hier langfahren? Ah, sieht gut aus. So, wo passiert was? Achso, jetzt muss ich hier erst nach rechts fahren. So, fahrt mal hin, wer macht den jetzt hier? So, da muss ich jetzt nach links. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Wieso soll ich jetzt hier nach rechts fahren? Nur einen Zickzack zu machen? Nö, fahr einfach geradeaus. Kannst du machen, was du willst. Neu berechnen. Ich hab zu B macht doch viel mehr Sinn. Ist die dumm? Nee, diese Navis. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Aber so sind sie, ne? Sobald das Spiel hängt, sobald um die Kurve die Strecke auch nur einen Millimeter kürzer ist, nimmt sie auf einmal diese Strecke, auch wenn man da 20 Mal mehr abbiegen muss. Ja, da sind sie. Warum waltet... Och nö, was ist denn da vorne los? Ich inspiziere mal die Lage. Schönen guten Tag, mein Herr. Was ist denn bei Ihnen los? Haben Sie gesoffen? Mädel, Sie halten den gesamten Verkehr auf. Wissen Sie das? Schauen Sie mal, die wollen abbiegen. Die dahinter Ihnen wollen fahren. Der hat sogar einen schönen Sportwagen. Ja, und Sie? Was machen Sie hier? Ich krieg die Krise. Okay. Das Ding anmachen, das Ding hier anmachen und jetzt wird hier... Ich fahre immer noch. Ich bin in geheimer Mission. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Warum fährt denn einfach weiter? Ist der dumm? Alter, hier ist auch alles... Welches war überhaupt richtig? Oh Gott. Ich fahre natürlich falsch, ich muss entlang. Oh mein. Okay, jetzt stehe ich auch. Das ist doch alles ja nicht. Das ist doch alles. Oh. Ist da, kann ich da lang? Oder ist da jetzt. Nee, doch, ist frei. Okay. Alter. Da kriegst du ja die Krise, kriegst du da ja. So, hier muss ich jetzt nach. Genau, hier muss ich jetzt da lang. Das nicht gut. Wie viel haben wir noch? Wir haben zum Glück noch genug Zeit laut Plan. Ach, bis nach links. Wie könnte ich nach links? Oh doch. Okay. Der hat zum Glück gebremst. Sehr schön. So, die Mitte. Aber ich muss dann wieder nach da. Oh Mann. Wenn ich hier raus bin, Alter, ich mach drei Kreuze an meinem Kalender. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Immer geradeaus. Wo ist hier geradeaus? Hier geht's nach links oder rechts? Oh Mann, Alter. Oh, ja. So.
Eieieiei. Weißt du, und ich persönlich beschwere mich immer über den Flughafen Schönefeld und deren Straßenführung, ja? Aber das hier ist ja mindestens auf dem gleichen Level. Wer macht denn sowas? Das ist doch Betrug. Betrug an der Menschheit. So, wir dürfen wieder 90 fahren. Sehr schön. Bitte links halten. Eieiei. Das ist nicht wahr. Das ist ja, Alter. Boah, ey. Bitte links halten. Ich bin auch schon links. Und jetzt? Und dadurch jetzt wieder nach rechts. Du bist bekloppt. Macht ihr das mit Absicht? Ich will nicht mehr. Keiner mag mich. Oh, eine hübsche Brücke mit viel Licht. Sowas hätte ja früher jeden Rechner gekillt, ne? Diese ganzen Lichtquellen. Digga, warum waren die ja alle so langsam? Oh, ich war zu schnell. Warum da darf ich nur 60 fahren? Da ist jetzt wieder 90? Nee. Wieso darf auf der gesamten Brücke nur 60 fahren? Hier ist doch eine Autobahn. Und so fragil, dass man auf der Brücke nur 60 fahren dürfte, ist sie auch nicht. Also, mit welcher Begründung? Ich verstehe das nicht. Ich will nach Hause. Naja, was soll's. Dann ist das halt so. Oder sind wir jetzt wieder in einem Land, wo man jetzt nur noch 80 fahren darf? Weil davor durften wir ja 90 fahren, oder? Oder bin ich einfach nur 90 gefahren? Weil ich jetzt nicht besser wusste, nicht besser konnte, nicht besser gelernt habe. Muss ich da jetzt raus? Nee, okay. Bleibst du stehen? Ja, er bleibt stehen. Sehr schön. Sehr geil. Ah, auf manche Autofahrer ist auch noch Verlass. So, da ist jetzt wieder 90? Ja, ich hab wieder 90. Sehr schön. Ach ja, wenn wir so schnell fahren dürften. Das ist ja schon geil. Wobei, es gibt ja wohl auch Streckenabschnitte, da können wir 100 fahren, oder? Weiß ich das gar nicht. Doch, glaube ich doch. Ja genau, in ETS gab es auch Streckenabschnitte, da konntest du 100 fahren. Ob wir das jetzt hier im Let's Play gesehen hatten oder ich das bei einem anderen Let's Player, weiß ich zwar gerade gar nicht, aber ich war mir der Meinung, ich habe schon mal auch Streckenabschnitte mit 100 gesehen. So, dann müssen wir wieder nach links. Corona. Wobei, es gibt jetzt das neue Corona, Affenpocken. Weil ich modern bin, weil ich es mir leisten kann. Der mit seinem Kack-Wohnwagen hier, Alter. Fahr mal schneller, du Arsch! Guck mal, dürfen Wohnwagen überhaupt schneller? Oder dürfen Wohnwagen nur 80? Oh, wir dürfen auch nur 80. Ups. Was sind das gerade für Schilder? Ich bin verwirrt. Die Zent. Fragezeichen. Hä? Symbole, die man niemals auf Verkehrsschildern sehen sollte? Fragezeichen. Was kommt da zur Hölle?
die Sonne geht langsam, aber sicher auf. Sehr schön, es wird der Heller. Nutella. Was? That makes no sense. Bitte links. Wieso links? Was ist links? Was ist links? Ich sehe kein links. Links. Achso, ich kann einfach meine Spur halten. Ja, easy. Ha! Nee, ausgetrickst. Boah, links ist auch wieder Verkehr vorbeigefahren. Weil du weißt halt nie, wenn sie jetzt sagt, bitte links halten, wie viel Zeit hast du noch, um nach links zu kommen? Weil wenn in dir gerade 3 Autos sind, naja, dann hast du einen etwas längeren Reaktionsweg, bis du dir nach links kommst, tatsächlich. Na, darf man jetzt nicht unterschätzen als Navi. Na? Da musst du mir schon mal ein bisschen Vorlauf geben. So in, ne, so nach dem Motto, so in 300 Meter links oder in vor 5 Kilometer bitte schon links gewesen sein können. Oder irgendwie sowas, ja. Sachen, die ein bisschen mehr, ich darf 90 fahren. Wieso sagt man das keiner? Oh, diese Sonne, wow. Da geht ja ab, Alter. Bei so Beschweren kann ich mich da eher weniger. Boah, Alter, ist schon. Ah, schon. Bitte links halten. Gucke. Oh! Entschuldigung! Guckt euch das an, Alter. Ich sehe gar nichts mehr. diese Kackbäume. Oh, ist schon geil, ne? Der hat ja nicht mal Sonnenaufgang, du. Alter, diese Bäume gehen mir halt hart gerade auf Sack. Für diese Kackbäume erfunden. Da war schon mal ein schöner Sonnenaufgang und dann ausgerechnet, da kommen überall Bäume. Die wollen zu verarschen. Die haben die extra jetzt schnell hingepflanzt. Alles Verräter. Ich wittere eine Verschwörung. Diese ganzen Ökotanten, ja? Von wegen Klimawandel. Mit ihren Bäumen wollen sie mir nur die Sicht klauen. Ich hab euch schon durchschaut. Okay. Da vorne ist es schon wieder langsamer. Ich schwenk mal aus. Was hat denn der Weiße gerade versucht? Ist das schon wieder eine Baustelle? Nee, ist er nicht. Was machen die hier für eine Warum schwenkt der jetzt hier aus? Platz da, ich bin in geheimer Mission. Lalalalalala. Alter, was machen die hier schon wieder? So, easy, so geht das. Yeah. Und ich bin noch nicht mal so schnell gefahren. Respekto. So, mein Licht kann ich langsam wieder ausmachen hier. Mittlerweile ist hell am Tag. Tja, ich bin jetzt gerade, wo ich den LKW hier rechts vor mir sehe, am Überlegen, ob es vielleicht doch. Alter, seine Rücklichter schon wieder, dieses Kack-Krone-Symbol, ne? Bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht mal doch von der Pro-Mods diese komische Teil-Mod nutzen soll, wenn man die einzeln nutzen kann. Wo man diese Firmennamen gegen echte Firmennamen austauscht und auch so Tankstellennamen. Ne? Ob das tatsächlich Sinn macht. Und vor allen Dingen halt ob sie überhaupt eigenständig funktioniert. Oder ob sie zum Funktionieren die anderen Hauptmods braucht. Weil andere Streckenabschnitte würde ich eigentlich nicht haben. Ich will das Spiel schon so vanilla wie möglich halten. Aber so originale Firmennamen wären schon ganz geil. Finde ich. Das würde sich tatsächlich schon fast lohnen. Weil die ja am Spiel selber nichts verändern, sondern nur die Optik verändern, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also quasi nichts anderes ist als ein Texture-Pack, wenn man so will. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Ich meine, kann natürlich sein, dass doch irgendwie was Tiefgreifendes verändern, dann wäre es natürlich nicht mehr so geil. Aber wenn sie wirklich nur die Texturen verändern, dass die Namen halt stimmen. Also nicht nur die Texturen, die ändern natürlich auch hier die ganzen Namen, ne? Wenn ich jetzt hier, ne, von nach, ne, also die Firmennamen ändern sich halt auch dementsprechend natürlich auch die Schrift. Ist also keine reine Texturänderung. Aber sie greift halt nicht ins Spielgeschehen an sich ein. Und damit wäre es für mich dann völlig d'accord, wenn die so wären.
Boah, Alter, richtige Schäfchenwolke. Was ist da hinten los? Guckt euch diese Wolken an. Hoho. Was ist denn hinter mir? Das Auto klang gerade sehr, sehr komisch. What the fuck? Das Auto klang gerade wie so eine Kreissäge, die nicht anspringen möchte. So, what the fuck? Ich fahr schon wieder viel zu schnell. Whoopsie. Gehen wir mal vorsichtig vom Gas und lass ein bisschen ausrollen hier. So, können wir gleich mal unsere Tempomat hier wieder reinschmeißen. Bam. So. Ja gut. Ah, die Folge hat schon ein bisschen Überlänge, ist mir aber egal. Die Mission mache ich jetzt noch zu Ende. Wir sind da quasi schon Schnauze. Fast da. Und dann, wie gesagt, da mache ich auch erstmal für heute Aufnahme Stopp. Ja? Dann haben wir das Thema erstmal abgeschlossen. Für den Fall, ne, dass wenn ich dann doch ein Update einspielen kann, weil eins da ist und ich auch die Zeit hatte, das runterzuladen und alles, ne, dann würde ja unsere aktuelle Mission abgebrochen werden wieder. Und deswegen die aktuelle Mission abschließen ist schon ganz praktisch. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Cash und eine Tash. Ja? Immerhin 30.000. Das ist schon mal ganz geil. Aber 40.000 insgesamt. Das fehlt ja gar nicht mehr so viel bis 180.000. Alter, das ist breit. Und wie gesagt, brauchen den ja nochmal mindestens 100.000 für den weiteren LKW. Also, warum sind die Sachen so teuer? Verstehe ich nicht. Das erschließt sich mir nicht. Meine Damen und Herren. Ich bin verwirrt. So. Wie es aussieht, sind die da vorne wesentlich langsamer als wir. Da werden wir also langsam mal wieder nach links ausscheren müssen hier. Sonst fresse ich mein Bart. Aber bei so langsam sind sie eigentlich gar nicht. Aber langsamer als ich. Und das alleine schon schlimm. Okay, da vorne kommt eh wieder Maut. Also überholen nutze ich eh nicht. Danke dafür. Ah, hier werde ich wieder alle langsamer, wegen Wallmaut. So, wo kann ich jetzt lang? Ich kann überall lang, ne? Sehr geil. Volle Fahrt voraus. So. Sehr schön. Oh, mittlerweile wird es wieder wesentlich grüner, ne? Also da hinten ist ja schon wieder richtig Wald. Wow. Immer schön auf der Spur bleiben. Ja. Da hinten ist wieder richtig Wald. Warum klingen die Autos so komisch? Das Auto klingt jetzt wieder fast normal. Sehr seltsam. Sehr, sehr suspekt, das Ganze. Unser Kunde erwartet. Ja! Keine Angst, wir schaffen es schon möglich. Oh, da war das eine Herausforderung zum zu schnell fahren. Die nehme ich doch gerne an. Aber wie gesagt, wir müssen eigentlich schon. Wir müssten eigentlich schon fast da sein. Also, Ausfahrt rechts? Ja, bin ich doch schon dabei, Mädel.
Noch 18 Kilometer. So, nicht so unvorbereitet hier. Hier sieht es auch geil aus, ne? So mit diesen Bauernhoffeldern da rechts so. Nee, schlecht. Echt schlecht. Überhaupt nicht schlecht. So, da vorne ist bereits unser Ziel. Sehr geil. Warum bleibst du stehen? Wer hätte das erlaubt? Boah, Alter. Hab gerade noch im Rückspiel auf den Blauen geachtet und den. Hab gar nicht gewählt, dass ich noch zu weit nach links hier. Nee. Achso, ich hätte eh nur 50 fahren dürfen, ne? Ich meine, diese Geschwindigkeitsdinger, die sich ändern. Warum darf man nicht einfach überall 120 fahren? Ha? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das wäre richtig schön eindeutig. Jeder wüsste, wie schnell er fahren muss. Keiner muss auf irgendwas achten. Einfach immer die ganze Zeit durchweg 120. Egal ob jetzt Autobahn oder Spielstraße. Ist doch völlig egal. Demnächst links abbiegen. Man muss einfach nur den Kindern beibringen, die da spielen, dass sie auch mit 120 km/h spielen sollen. Ha? Das kann nicht so schwer sein. Verstehe ich gar nicht. Da muss ich wirklich mal sagen, die Politik braucht mehr Durchsetzungsvermögen. Ha? Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Alter, ich stocke hier schon wieder. Mach auf! Endlich, wir sind da. So, wo ist gar kein Arm? Da hinten. Ah. Oh, Alter. Mit dem Hänger da war aber gerade schon wirklich sehr gut rumgefahren. Da hat das schön, geht's jetzt gleich Lackschaden, aber nö. Hallo? Ernsthaft jetzt? Oh, Alter. Wie genau wollen Sie Ihren Hänger ausgerichtet haben? Ja. Mal eine Ehrenrunde. Damit auch alle glücklich sind hier. So. Ah, war schon wieder zu weit. Kritikräter. Dann. Komm ich in den Wald. Das ist nicht zu glauben, Alter. Das ist doch traurig. So, meine Kritikräter aktiv bleiben. Motor aus und dann let's go. Hey, jetzt mach. Yay! Auftrag. Ha! Oh, nächstes Level. Fortfahren. Ja, Gold. Doll, mach ich doch. So, was haben wir bekommen? Alles so völlig belanglose Scheiße. Noch ein 540 PS Motor, wow. Getriebe, okay, da könnten wir mal reingucken, aber auf Rüstteil, was haben wir hier bekommen? So Waren drauf, oder? Ist das sowas? Nee, ist gar nicht sowas, oder? Wer weiß. Okay, also beim Hänger wird ein bisschen mehr sinnvolle Sachen bekommen. Das sieht schon besser aus. Aber nichts, was wir jetzt gebrauchen könnten. Aber jetzt können wir gekühlte Hänger kaufen. Ist natürlich mit 60.000 Euro schon ganz schön happig, ja. Aber immerhin, wir haben zumindest die Möglichkeit. Und ganz ehrlich, ich meine, 40.000 haben wir schon. Das ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, das ist geil. So, erstmal hier meine Lenkung wieder ein bisschen liquidieren. Und dann würde ich mal sagen, sie haben im Moment keinen Auftrag. Nächste Pause in 5 Stunden, naja. Leco Mio, du mit den Pausen.
Gespeichert habe ich ja gerade. Habe ich? Ja, warte. Sehr schön. Gut, dann war's das für heute. Also für euch und für mich diesmal. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wahrscheinlich denn zum Mindtest wieder. Aber für mich erst morgen. Ich brauche erstmal Pause. Bis dann. Achso, halt, erstmal hier. Bis dann. Ich bin falsch. Bis dann.